and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG im Turnier. Heute mit 1000 TP Speed, Jules mit am Stissel. Hallöchen. Und da ist der Fluch ja gebrochen. Das heißt, diesmal wird das vielleicht frei aus der Hose raus aufspielen. Ich wünsche euch viel Glück, Goldmariechens. Oh, dir auch. Dankeschön. Dir auch. Schönen Schuss. Kleiner Vogelkäfer. Auf zum Bootcamp? Ne, ich versuche weiter zu fliegen. Komme ich übers Wasser drüber? Ja, auf jeden Fall. Was wir spekulieren auf die Insel. Hier runter, Auto darüber, bis Camp Alpha. Das war aber nett von Jonathan. So kennt man ihn. Wo will ich denn eigentlich hin? Alter, ich hab... Hä? Wo ist denn das? Diesmal nicht als erstes sterben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir gucken uns genau an, ob jemand beim Paradise Resort landet. Ich hoffe nicht. Okay, wer ist denn hier mit mir direkt am Anfang runtergegangen? Keiner. Okay, interesting. Ich hätte gedacht... Oder sehe ich es einfach nur nicht? Okay, Leute, letztes Mal zweiter Platz, heute der erste oder der dritte. Weißt du, so eins da oben, eins da unten, das ist immer okay. Hoffe jetzt mal, dass niemand anderer diesen genialen Landeplatz haben möchte. Den ich mir da rausgesucht habe. Wir gehen übers Wasser drüber, direkt in die erste... Oder komme ich noch weiter? Wir kommen noch weiter. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwo... Vielleicht sogar schon Auto sehe. Da, ist das ein Auto? Das sieht aus wie ein Auto. Ach, da ist noch Wasser, oh mein Gott. Ah ja. Hui. Eigentlich wollte ich zu Camp Bravo, aber das ist mir zu weit weg von der Zone. So, kalken wir mal ab. Da ist das Flugzeug. Das ist ja entspannter schon mal. Da kann ich jetzt ja mal endlich in Ruhe looten. Okili dokili. Wenn mal mit was geht, erstmal. Oh ja, guck mal, Extended Mag nehmen wir schon mal mit. Man sieht immer erst die Leute, wenn die einen Fallschirm... Ah, nee, da, okay, da fliegt auch einer. Der ist relativ weit links von mir zum Glück. Oh, da ist einer relativ weit vor mir. Der will aber nicht dahin, wo ich hin möchte, ne? Nein, okay. Okay. Bin ich hier denn alleine, ist jetzt die Frage. Weil wenn nicht, werde ich einfach Reis ausnehmen. Einsteigen. Ah, einsteigen als Fahrer. Jawohl. Schönen Rucksack. Feier nehmen wir auch lieber mit. Hat Molly? Nee. Ist ein bisschen Pain hier zu looten mit den Häusern, aber wird schon. Oh, eine Dreierweste ist schon mal geil. Okay, Dreierweste ist schon mal sehr gut. Viel Glück muss man schon mal haben. Geil, ich habe Polizeiweste getauscht gegen Polizeiweste. War ein brillanter Move von mir. Muss man auch einfach mal anerkennen, finde ich. Scheiße, ich brauche einen fucking besseren Rucksack. Würde mal so die große Map machen. Und Gas geben. So, dann sind wir auf jeden Fall sofort als Erster im Camp Alpha. Oh, direkt eine Dreier-Weste ist nice. Das ist eine, damit fängt man natürlich schon mal gerne an. So, und falls doch jetzt einer kommt, schon mal schnell den ganzen Scheiß einsammeln. 6 sind am Leben. Einfach noch nichts gefunden in diesem Haus. Und, Spiel! Sehr gut. Den Scheiß packen wir direkt mal wieder weg. Ist eigentlich schlechter, das merke ich gerade. So, hier rechts. Oh, oh. Alter. Irgendwer fährt hier mit dem Auto rum. Alter. Ja! Einfach Mörser. Wie geht der? Okay, die will ich haben. Ich hab keine Ahnung, wie der Mörser funktioniert, aber irgendwie habe ich Bock da drauf. Geilo, aber hier ist nur Crap. Was ist denn? What? Wie kann das noch sein? Weil die kann halt genauso geil sprayen, ohne dass sie groß verzieht. QBU. Oh, eine QBU. Nice. Ja, schon mal die möchte gern Sniper. So ein bisschen wie die Mini. Auch Granate, warum nicht? Das ist sogar eine.
eine AK. Nehme ich doch die mal mit auch. Okay, ich muss sagen, hier ist scheiße. Mal zu den nächsten Dingern. So, sehr gut. Und rein. So, hier kriegen wir auf jeden Fall gute Ausrüstung. Oh, da ist die M4. Ne, dann nehmen wir lieber die M4. Tut mir leid. Dann haben wir die QBU und die M4. Rotpunkt machen wir mal auf die M4. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und wir haben 6er Zielfernrohr. Schmeckt. Wenn wir jetzt dann... Ah, Gott. Man ist ja relativ links, hatte ich gesagt. Was heißt das? Also wahrscheinlich hier, so ist jemand gelandet. Okay, okay, okay. Requisier Schmutz. Okay. So, dann gehen wir doch mal Richtung Paradise Resort, ne? Warum denn nicht? Der Hopp. Alter Mörser! Da hat der Peter doch mal versucht zu spielen, ne? Ging irgendwie in die Hose, habe ich das Gefühl. Aber let's try. Was ist das? MK47 Mutant? Was kann die? Den Muni nehmen wir auch noch mit. Das brauche ich alles nicht. Schmerzmittelchen. Was bist du denn? Also ich werde früher oder später über dieses Wasser müssen. Ich frage mich nur, wer hier rumgefahren ist. Da. Vielleicht kommt die Zone. Ich hoffe nicht, dass wir hier rauf müssen. Könnte aber durchaus sein. Let's try doch mal hier den Mörser hier so hinzustellen. In welche Richtung muss ich gucken? In die. In die. Kann ich den hier hinstellen? Mörser kann an dieser Stelle nicht eingesetzt werden. Warum denn nicht? Was ist denn jetzt hier dein Problem? Ein Berg ist natürlich stark. Aber wenn ich keine Waffe habe, mit der ich vom Berg schießen kann, ist Müll. Okay, das tut mir sehr leid, aber ich würde gerne den Mörser spielen, aber der ist Schmutz. Deshalb, tut mir leid, muss ich fallen lassen. Was ist denn jetzt meine Waffe? Die war... Fuck, habe ich jetzt meine Waffe verloren? Wo ist denn jetzt meine M4? Hä? Ah, Medikit, S12K, ne, passt schon. Ich hätte echt gern noch mal eine Sniper wie eben. Wird jetzt mal... Soll ich versuchen, hier hinzugehen? Ja, oder? Ach so, Auto. Da ist ein Auto. Ich hoffe, das funktioniert noch. War ich hier drinne? Wahrscheinlich, ne? Ich habe die Tür nur zugemacht. Ja, hier war ich drin. Kann ja eine Drohne fliegen. War eine gute Idee. Oh. Ich dachte, weil ich... Ach, fuck off. Die wurden jetzt irgendwie mal stärker? Was denn? Ein Notfall-Pickup? Aha. Da kann ich respawnen. Glaube ich, ist das, ne? Bräuchte, ja, sowas hier bräuchte ich noch. Ein bisschen Painkiller und so ein Zeug. Ach, hier. Hier, ne? Ja, okay. Alter. Naja, okay. Haben wir ein bisschen Quatsch gemacht? Reicht jetzt auch? Gucken wir mal noch, was wir so haben. Wir haben Munition, wir haben Rucksack, wir haben Helm. Das sieht nicht wie ein Auto aus, das funktioniert, bin ich ehrlich. Sollen wir mal da oben hochgehen und hoffe, dass hier noch niemand anderer in der Nähe ist. Einfach von oben mit der Drohne losziehen und dann mal gucken. Ein bisschen die Leute unter Druck setzen. Kann man auch mal machen, finde ich. Dreierhelm wäre noch tippitoppi. Aha. Drohne gefällt mir nicht. Die Zone gefällt mir nicht. Zwei Zielfernrohr nehme ich hier aber mal mit. Medkit haben wir auf jeden Fall genug. So eine Grenade wäre vielleicht noch ganz gut. Bisschen Energy. Können wir uns schon mal reinpfeifen? Warum nicht? Zone kommt ja jetzt gerade. War schon mal ganz gut eingedeckt. Da ist so ein Flieger. Da setzt das ab. Das könnte in der... Ah, wobei, das ist schon ganz schön weit weg. Da haben wir doch eine. Nicer, dicer. Wart.
Wir müssen auf jeden Fall über die Brücke, das ist schon mal scheiße. Können wir hier vorne, sind hier vorne Boote? Das könnten wir rausfinden. Oder sonst halt da hinten rüber schwimmen. Ich würde sonst mit einem Boot halt nach Hartin oder so fahren. Da oben. Jawohl. Da will ich hin. Zwei Leute sind schon hier, mindestens. Haben wir nicht diesen hier? Zone. Ja, warte mal, ja, das ist wichtig. Was? Nein! Jetzt bin. Jetzt ist mein Dingens angegangen. Naja. Okay, hier war jemand gelandet. Da sind es wieder Türen. Nee, nee, die kann ich schließen. Okay, ist auf jeden Fall jemand gelandet. Das ist, gut zu wissen. Hier sind keine Sniper. Ist doch beschissen. Nein, das war ein Fehler. Jetzt ist der Scheiß wahrscheinlich schon sonst wo runtergekommen, wa? Ja, okay, langsam aber sicher könnten halt auch Leute auf meiner Insel sein. Bisschen aufpassen. So, alle sechs sind noch am Leben, ne? Muss man ja auch mal sagen. Wäre natürlich jetzt unangenehm, da rüber zu kommen, ne? Muss ich schwimmen, ey. Ach, schwimmen ist halt übelst räudig, aber... Ehrlicherweise, ich gehe mal davon aus, dass die Person Richtung Norden weitergegangen ist. Ich natürlich ehrlicherweise gerade ein bisschen Sorge habe, jetzt auch nach Norden zu gehen, aber... So, was haben wir denn? Ein Achterwegsvisier, ein Dreifachrucksack, den Helm, MK14. Jawohl. Den Rest habe ich auch schon. Da sitzt noch das Achtfach drauf, die Bolzen brauchen wir nicht. Ach, keine Ahnung, Alter. Aber, da doch, Jetski. Moin. Ist ja schon lustig, so weit zu gucken. Wenn wir jetzt einen Sniper hätten, ne? Irgendjemand ist doch da unten bestimmt irgendwo. Muss dann jetzt hier gleich hochkommen. Müsste man mal wissen, wo einer ist, damit ich Mörser. Würde ich das ja machen. Let's go, Jetski. Komm mal ein bisschen Motorsport hier. Von Ganda. Ey. Fahren. Yes. Ich hätte echt gerne noch, ehrlicherweise, noch mal eine Sniper, mit der ich schön alles über... Bei die ist eigentlich auch gut zum alles übergucken. Schon gut. Aber ich sehe niemanden. Ich dachte auch, wie gesagt, vorhin, ich hätte so ein Auto gehört, aber das scheint ja auch nicht der Fall gewesen zu sein. Oh Gott. Oh, die Brücke ist sogar Hotspot. Alter. Ich glaube, ich würde sogar bis hier hinten fahren. Und dann von hinten reinzirkeln über den Berg. Denn die Flugzone kam vorhin von hier. Hier hinten in dem Bereich dürfte eigentlich keiner sein. Kommt ja einfach Beschuss. Hab ich mich erschrocken, ey. So. Irgendwo hier in die Richtung wird sich das Ganze entwickeln. Verstehe. Ist gelootet. Vielleicht können wir... Ach, vielleicht können wir da aber geil noch looten, ne? Komm, let's try. Drohne! Woo! Sie fliegt! Wenn wir da drin sind, laufen wir so. Ja, wir laufen hier vorne auf das Haus zu. Ne, das finde ich, glaube ich, besser.
Wir müssen ja auch so langsam mal über die Brücken da kommen. Komme ich denn da am besten runter? Hier wahrscheinlich. Da so, da runter, da. Aber jetzt muss ich ja. Und an der Kante sitzt einer. Ich lauf links lang. Ach du Scheiße, ja moin. Kommt man denn nicht überhaupt vernünftig runter? Oh nein. Oha. Da kommt jetzt irgendwer hier runter. Ich gehe mal davon aus, dass die Person weitergerannt ist, weil die blaue Zone auch jetzt schon kommt. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott, kann ich hier runter? Nein, kann ich nicht. Nein. Wo ist er? Scheiße, ich bin am Arsch. Ups. Das werde ich nicht schaffen. Belastend. Ich glaube, ich werde an der Zone verrecken. Alter, ich muss unbedingt dahin. Weil? Okay, Jules ist in den Tod gestürzt. Das ist gut. Immerhin nicht nur ich. Kann da jetzt nicht rüber? Willst du mich verarschen? Hallo? Kann er mal jetzt der Artillerieschlag losgehen? Was ist das denn? Das ist so Schiebung! Geh weg da jetzt! Okay, Sepp hockt. Sepp hockt nämlich jetzt hier in der Ecke. Und wartet, beziehungsweise geht eben schnell pullern, weil ich reiz nicht mehr. Oh fuck, ich bin komplett am Arsch! Okay, wir sind wieder im Gebiet drin. Und das hier vorne wird meine Hütte kurz. Ja, dammit, das war viel zu hoch. Da hätte ich nicht auf den Berg gehen sollen, sondern einfach direkt straight weiter. Mach fertig! Mann! Irgendwer ist gestorben. Ja, danke. Alter! Okay, warte. Ich werde das nicht überleben. Oh fuck.
Nein, 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 nein. Ja. Ja. Nee. Scheiße. So, jetzt warten wir hier kurz. Weil zurück komme ich, glaube ich, nicht mehr. Hin geht aber. Ich habe überhaupt keine Verbände, fällt mir gerade auf. Das ist super. Oh shit, ich habe da jemanden gehört. Ich habe da doch jemanden laufen gehört. Oh shit, ich habe mich beeilt. Aber hier lief doch gerade jemand. Holy shit! Okay, wir müssen rüber. In den Scheiß einsetzen. Scheiße, wie weit ist das bis zur Zone? Ich muss auf die andere Seite. Okay, RIP. Alles das Geräusch? Nein, das war nicht alles das Geräusch, oder? Wo geht denn das jetzt runter? Ich muss auf die andere Seite wieder. Da hinten läuft jemand. Okay, da hinten läuft jemand. Ich muss Glück haben, dass er mich nicht sieht. Ich muss aber sowas von hinterher. Okay, das heißt, der andere ist da. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Meine Lunge sagt noch, ist okay. Krieg aber schon einen Schaden. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingeschossen hab. Oh. What? Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt auch irgendwie bescheiden. Und die Zone macht ordentlich Aua. Aua, 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 aua. Ich bin One-Hit. Ich bin nicht nur One-Hit, ich bin gleich tot. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. 5 Sekunden, das schaffe ich doch niemals, oder? Oh, ist das knapp. Alter. Und jetzt tickt die Zone halt richtig. Oh Mann, ey. Ja, wo sind denn die alle? Unangenehm hier. Ich muss nur einen Hit abkriegen, bin ich instant tot. Oder halt doch nicht. Oh shit. Und die Zone. Die Zone ist nicht gnädig. Okay, er ist oben. Er wird mich töten. Nicht töten. Wo ist er? Hab mich jetzt gezeigt. Bin ich auch semi-smart? Ich hab Hits gedrückt. Zone kommt.
Er sitzt oben auf dem Berg, die Pimmelnase. Der hat den übelsten Vorteil. Sitzt halt da oben auf dem Berg. Nur drei am Leben. Oh, absnacken! Absnacken, das sind die beiden! Da gehen wir rein, da gehen wir rein, da gehen wir rein! Bin abgesnackt, einfach mal! Und Sepp gewinnt wieder. Oh. Ach komm! Oh, die Zone war Killer, Alter. Oh, die war Mann. Richtig killer. Holy shit. Das war alles killer, scheiße. Der eine Berg da am Westen, der war auch ziemlich killer. Also, holy shit. Ja, Alter, Sepp gewinnt wieder. Du hast mir nicht mal den Kill gegönnt. Bist einfach in die Zone gerannt. Ja, ja, ich sag mal so, die gestorben. Die Zone ist gekommen. Die Zone ist gekommen. Du bist aber auch durch die Zone gelaufen, muss man sagen. Ne? Ja, also. Ich hab nicht erwartet, dass man da in dem Haus jetzt noch ist. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte, ich flank dich einfach richtig smart von hinten. Achso. War nicht so smart. Ich hab gedacht, ich schmeiß einfach smart eine Granate dahin, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, du wusstest halt wahrscheinlich, wo ich bin. Ne? Du hast ja, ich wusste, du hockst genau in der Ecke, wahrscheinlich zwischen Haus und Zone. Ja, okay, eigentlich wahrscheinlich eh verloren. Insgesamt gibt's fünf Kills diese Runde, zwei Kills nur diese Runde. Ich wollte auch gerade sagen, also Christian hat einen gemacht und ich habe jetzt Christian gemacht. Ja, okay, Christian hat mich eigentlich schon gekillt. Ja, ich habe am Anfang nicht mehr viel. Ich habe am Anfang auf Jules geschossen, dann ist er den Berg runtergefallen. Weil ich Panikschrecke bin. Das war der Beste. Ist ich habe die Schüsse und dann ist einer gestorben. Und dann siehst du ja, halt, ja. Das Gute ist, dass ich bin aber auch an der Zone dann verreckt. Also. Ich bin also auch, wieder Classic also auf dem Berg, an dem ihr da wart, war ich auch, da bin ich auch quasi panisch der Zone weggelaufen und plötzlich war halt quasi der Berg zu Ende, bin da runtergefallen und hab noch irgendwie so ein Fingerbreit Leben gehabt. Oh, dieser Berg ist echt übel. Ich bin durch die Zone gelaufen, ich hatte auch so ein Fingerbreit, als ich da rausgekommen bin. Ja, das war noch Frappen vor dir her, als du dich geheilt hast. Das hast war echt du lustig. Denn vorher auf Dennis geschossen? Sepp? Ja, auf mich wurde geschossen von hinten. Ich hab, Bram war das. Ja. Du hast auf Dennis geschossen. Und dann bin ich, bin ich unter der Brücke durchgelaufen, weil ich dann gedacht, scheiße, Alter. Und auf der anderen Seite der Brücke steht natürlich Christian. Ja, ich hab nämlich schon gewartet, dass da einer rauskommt. Dann hab ich aus der Richtung gehört und dann hab ich halt Bram gesehen. Aber das war nicht der Schuss von dir. Und dann hab ich den anderen nicht gefunden. Dann hat nämlich oben aus dem Dorf auch einer geschossen. Der hat, glaube ich, dann auf Sepp geschossen. Der hat auf mich geschossen dann. Ja, ich war das, glaube ich. So. Oh Mann, ja, geht's. Oh Mann, war witzig. Ja. Sehr lustige Folge. In so einer Folge. Kette am Ende zu stehen, ist geil, aber nicht am Anfang. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Ja, euch danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.